Hallo YouTube. Heute sind wir unterwegs, auf dem Weg zur Mosel. Ich komme gerade aus dem Westerwald und bin hier auf den letzten Kilometern vor Koblenz. Wenn ihr dabei sein wollt, bleibt dran. Nach dem Intro geht's los. Bis gleich. Hier sind wir auf einer Nebenstrecke, die Hauptstraße, es ist eine breit ausgebaute, neu gibt es auch schon einige Jahre, Schnellstraße, die bis nach Koblenz runtergeht. Und früher bin ich hier diese Strecke immer gefahren, wenn ich nach Koblenz wollte. In jungen Jahren war ich regelmäßig dort, weil zu der Zeit, also als ich 18, 20 Jahre alt war, da lebte meine damalige Freundin in Lahnstein und dementsprechend war ich da öfter mal unterwegs hier. Ja, aber jetzt ist das hier nicht besonders interessant, wenn ich hier runter nach Koblenz reinfahre. Hier rechts geht es gleich zur Festung Ehrenbreitstein. Ich weiß gar nicht, ja. Ich glaube, wir sehen sie auf der Strecke, wie wir jetzt fahren, werden wir sie wohl nicht sehen, weil die ist da rechts oberhalb von uns. Und da liegt die dann nicht direkten Blickfeld. Ich melde mich, wenn ich durch Koblenz durch bin und in den Bereich Mosel einsteige. Bis dahin, bis gleich. Ich melde mich doch schon in Koblenz wieder bei euch. Und zwar könnt ihr dabei sein, wie wir jetzt über den Rhein fahren. Da vorne seht ihr das Deutsche Eck und ich denke, die Festung Ehrenbreitstein ist dort auch für euch noch zu sehen gewesen, auf der rechten Seite dort, auf der rechten Rheinseite. So, jetzt aber wirklich gleich an der Mosel. Wir sind zwar noch in Koblenz, aber schon an der Mosel. Es ist zwar noch nicht so warm, wie ich es erwartet hatte. Wir haben es jetzt 14 Grad. Aber angenehm ist es trotzdem. Es ist einfach schön, wieder mal Motorrad fahren zu können. Wunderschön. Und goodbye Koblenz. Hier war ich die letzten Male auch immer nur mit dem Wohnmobil. Motorrad. Weiß ich jetzt gar nicht mehr, wenn ich das letzte Mal mit dem Motorrad hier gewesen bin. Ich würde mal sagen, das ist Jahrzehnte her. Und dabei müsste man das doch eigentlich jedes Jahr machen zum Frühjahr. Ich habe es eigentlich jedes Jahr gemacht,
aber halt mit dem Wohnmobil. Weil in dieser Gegend, so gerade Ende März, Anfang April, wenn bei uns zu Hause noch nahezu überhaupt nichts an Blüten da ist, dann geht das hier schon richtig los. Das ist ein paar Wochen früher alles hier. Die Natur ist da ein paar Wochen früher dran. Und ja, das ist der Grund, warum ich dann ganz gerne mal, so gerade in dieser Zeit, Ende März, Anfang April, hier runterfahre und wirklich so ein bisschen früher tanken kann. So einen kleinen Vorschuss. Die Moselseite haben wir gewechselt, die Stromseite. Und hier kommen wir jetzt durch schöne kleine Weindörfer. Normalerweise im Sommer sind die richtig belebt. Ich meine, viele Autos sieht man jetzt auch, aber der Trubel fehlt im Moment hier. Für die Situation ist es genau richtig. Kleine Weindörfer. Cochem kann man jetzt nicht wirklich dazu zählen. Das ist schon eher ein großes Weindorf, eine Stadt. Da sind wir in 3 Kilometern. Hier rechts oberhalb seht ihr, da verläuft die Bahnlinie. Direkt am Fluss entlang. Ist schön aus dem Fenster zu schauen auch, wenn man da mal mit dem Zug unterwegs ist. Aber für die Campingplätze hier, beziehungsweise Stellplätze, wenn man mit dem Wohnmobil unterwegs ist, ist es nachts dann noch ein bisschen lästig, weil da kommt schon einiger Lärm auf der anderen Seite auch an. So dass es dann nachts doch nicht ganz so ruhig ist, wie man sich das eigentlich wünscht. So, hier kommen wir jetzt nach Cochem rein. Hier werden wir die Moselseite wieder wechseln und auf die andere Seite fahren, weil diese Moselseite, auf der wir uns jetzt befinden, die ist ja schon so ein etwas uninteressant. Auf der anderen Seite hat man ein paar kleine Örtchen. Und ich will mal sehen, dass ich da irgendwo auch für eine Pause ans Wasser runterfahren kann und immer mal ein Butterbrot essen. Ja, und für diese Pause habe ich da noch was ganz Besonderes für euch. Ich habe nämlich was Neues angeschafft. Gerade ein bisschen verwirrt hier. Er scheint aber frei zu sein. Ich versuche es einfach mal. Mal gucken, was hier los ist. Die Mosel hinweg. Also bis jetzt sieht das noch manierlich aus.
keine Markierung, damit kann ich leben. Ah. Schade. Dann fahren wir noch mal über die Moselbrücke. Schade. Habe ich es doch geschafft. Die nächste Brücke habe ich genommen und zup, auf die Seite, wo ich eigentlich wollte. Anlage. Ja, das ist das Schöne, wir sind vergangenes Jahr mit unseren Zaps auch hier auf der Mosel unterwegs gewesen. Und das Schöne ist, man hat auf der Mosel keine nennenswerte Strömung, weil die Mosel alles mit Staustufen aufgestaut ist. Kanalisiert wurde natürlich nicht. Quatsch. Aber halt mit den Staustufen wurde der Fluss sozusagen gezähmt. Und die Folge davon ist halt eben, dass man keine nennenswerte Strömung da hat. Und dementsprechend, wenn man einigermaßen sicher mit so einem Sub unterwegs ist, dann kann man hier wunderbar drauf fahren. Hier kommen wir nach Waldstein. So, und jetzt werde ich mal gucken, dass ich irgendwo stehen bleiben kann gleich. Im Schatten nicht gerade. Das wäre blöd. Direkt an dem Fluss entlang kleine Wege zu gehen. Ich werde mal schauen, ob ich da nicht einen Weg davon finde. Und da irgendwie hinkomme. Da kann man auch sicherlich wunderschön Pause machen. Hier sind wir in Seenheim. Mal gucken. Hier noch nicht. Der nächste Weg.
siehst du mal, hier komme ich doch runter. Das sieht doch klasse aus da vorne, oder wo? So, oh, hier habe ich meinen Platz gefunden für die Pause. Ja, natürlich ordentlich eingesaut, die Reifen. Hier machen wir mal Pause. Ich hatte ja versprochen, beziehungsweise gesagt, dass ich eine Überraschung habe. Die Überraschung für die Pause habe ich hier. Das ist ein Campingstuhl, den ich hier problemlos auf dem Motorrad mitnehmen kann. Und schauen wir uns den noch mal an. Alles sehr überschaubar, selbsterklärend. Die Pinne sind mit Gummibändern gesichert, dass man die eigentlich gar nicht verkehrt zusammenbasteln kann. Fläche noch da drauf. Einmal hier rein. Einmal da rein. Einmal hier drüber gezogen. Hier ist es noch etwas stramm. Dafür ist hier extra die Schlaufe. Finger reintun. Mein Stuhl. Jetzt hole ich mir mein Butterbrot. Das für mich. Hier an die Mosel. Ist das nicht herrlich? Das ist herrlich. Ja, also für unterwegs kann ich den Stuhl durchaus empfehlen. Ja. Man sitzt bequemer als auf der Wiese. Und stabil ist er auch. Ihr seht, selbst mich mit meinem gut 100 Kilo trägt der Stuhl.
Ich werde mal in der Videobeschreibung den Stuhl verlinken. Ich habe ihn selbst gekauft. Das ist also keine gesponserte Werbung. Ich finde ihn einfach nur gut und deswegen zeige ich ihn euch. Und ja, macht euch eure Gedanken. Ich genieße jetzt die Zeit hier an der Mosel. Wunderschön. Stellt euch vor, es ist Februar. Es ist unglaublich. Wunderbar. Richtig entspannt. Im Februar mit dem Motorrad an der Mosel. Auf dem neuen Campingstuhl. Beim Schiff. Die Ausfahrt etwas ungewöhnlich, aber es hat geklappt.